Ja, und ein herzliches Hallo wieder zu Attila Total War mit den Langobarden. Folgende Situation, genau. Alles beim Alten. Hier die. Da sind wir reingeschnitten. Da haben wir die zwei Verbündeten hier gesplittet. Der Römer ist hier im Vormarsch. Kämpft da oder war da ein Kampf? Irgendwas war da. Angreifer, die Jüten. Ja, okay. Alles klar. Betrifft uns gerade nicht unbedingt direkt. So, ja, Piet, danke. Ja, genau, den Vizekönig Ulrich, den müssen wir natürlich auch in den Kampf schicken. Ganz klar, dann werden wir hier gleich einmal unsere Hauptarmee dann befehligen lassen, soweit. Genau, dem werden wir gleich einmal hier die ganze Armee da geben. Zack. Und den werden wir gleich einmal auflösen. Da müssten wir auch schon wieder mehr Einkommen dann generieren. So, hier will ich noch nicht wirklich... Obwohl... Na jawohl, Nahrung haben wir eh genug, von dem her. Brauchen wir da noch nichts. So, der Rugier ist natürlich hier drüben verbunden mit dem Burgunder. Und wenn mir jetzt nicht alles täuscht, hat er jetzt eine komplette Meter rausgezogen. Und sollte er, wir haben leider keinen Scout, aber er sollte hier jetzt die Hosen runtergelassen haben. Und ja, maximal seine Schiffe sind noch da drin. Und das sollten wir doch hier vor allem mit unserem Onaga doch fast hinkriegen. Stellen wir uns hier mal... Ja, da ist wirklich keiner. Das würde uns doch einen enormen taktischen Vorteil hier bringen. Und das ist auch seine einzige Stadt, was er, glaube ich, hat. Das heißt, welche Optionen haben wir dann? Ist egal. Greifen wir den mal an. Da kenne ich nichts. Das schaut auch gut aus. Das werden wir automatisch schlagen. Genau. Zack. Sehr schön. 2,5 mehr verloren, damit kann ich leben. Alle tot. So, jetzt ist aber die Frage, was machen wir jetzt? Im Hintergrund sind wir hier noch die 2,5 Armeen. Die sind einmal möglicherweise ein bisschen stärker wie ich. Obwohl ich aber auch noch ein bisschen Verstärkung da. So gut, so schlecht schaut es nicht aus. Aber Wegoptionen haben wir. Niederreißen. Nö, dann würde er jetzt einmal auf jeden Fall zur Horde werden. Hier wahrscheinlich jetzt auch. Da haben wir jetzt schon zwei Provinzen. Das Plündern umbesetzen wird nicht viel bringen. Nur besetzen. Hoppala. Ist eine Frage. Ausrauben, wird man Kohle kriegen? Ist auch nicht unbedingt meine Dinge, was ich vorhabe. Aber unterwerfen, wenn wir das eigentlich machen. Dann kann man ja theoretisch seine Armee auch nicht mehr angreifen. Plus 6% Einheitenverstärkung haben wir auch. Und es wird unser Marionettenstaat. Das wäre doch irgendwie witzig, oder? Komm, den bringen wir jetzt. Bitte, ich bin gespannt, was du dazu sagst, zu dem Move von mir gerade. Vom verbündeten Feind, der verbündet ist mit den Burgundern. Ist jetzt eher mein Marionettenstaat. Finde ich jetzt irgendwie witzig. So, kriege ich jetzt da eigentlich, wie viel Einheitenverstärkung kriege ich da in der Marionetten-Ding hier? Männer 12, und wenn ich hier durchgehe? Auch gleich viel, okay. Die germanische Kriegsbande hat ein bisschen was eingebüßt. Okay. Ragenhaar, ja. Werden wir dann hier mit unserem Vize austauschen. Obwohl, wir wollten ja auch, genau das haben wir auch geschrieben, den Ibor soll ich doch auch aufstellen. Genau, wenn er dann Schlachten gewinnt und so, kann man ja Autorität, das kann man ja wieder skillen. Vor allem Nahkampfangriff.
Plus 15%, das ist schon geil. Sammeln kann er auch. Mhm. Genau, das werden wir auch machen. Den und natürlich unseren Vizekönig. War aber noch eine Runde. Sparen wir ein bisschen Gold. Sehr schön, genau. Der König ist hier. Ja, der König selber könnte sich eigentlich in die Hauptstadt zurückziehen. Theoretisch. Gibt's da irgendwas Geiles? Nö. So, im Prinzip können wir nur mal schauen, was wir bauen könnten. Oh, hier, die Godansmänner, weiß nicht, was das genau ist, aber die germanischen Adelsschwertkämpfer, die will ich doch über kurz oder lang hier rekrutieren dann. Denn so eine andere Einheit mit drin in der Armee ist sicher kein Fehler. Das wäre auch noch für sich ganz geil. So, dann riskieren wir noch einen Blick hier rein. Genau, Einfluss, Alter 33, das geht eigentlich noch, glaube ich, halbwegs. Ja. 10 von 10, das passt. Einfluss noch nicht so. Ältester. Ach so, der ist da drin, genau. Okay, Moment. Genau, das hast du gesagt, ja, den sollten wir eigentlich... Genau, den sollten wir eigentlich kicken. Mein Erbe. Ach so, weil er jetzt General ist, kann er hier die Dinge nicht begleiten, natürlich. Ne, ist auch logisch. Ich glaube auch fast General ist fast besser wahrscheinlich für ihn. Was hier Statthalter. Ja, springen wir weiter. Ja, da oben will ich keinen Provinzstatthalter einsetzen, obwohl irgendjemand. Nö. Obwohl die Region jetzt oben eh ein bisschen sicherer geworden ist. Ah, der Franke, sehr gut. Vielleicht greift er den ja den Burgunder oben an. Wohl mit seiner halben Armee. Hm. Das ist noch dazu der. Oh, mein König. Eieiei, der riskiert aber ganz schön. So, was macht jetzt der Rugier? Der sammelt alle bei sich zu Hause. Ja. Müssen die Götter mit Tempeln und Monumenten ehren. Damit uns ihr Segen sicher erreicht, errichtet ein Gebäude aus Folge der Kette Religion voll bei Runden 5. Das werde ich wohl nicht ganz schaffen. Obwohl das natürlich auch ganz geil wäre. Adelhard, nach langer Arbeit ist bereit zum Dienst. Ja, genau, wenn wir ihn herausgehauen haben wieder. Seite gegen Begraben und ein Friedensabkommen geschlossen. Die Rugier mit den Angeln. Mhm. Ja, die Franken sind ja meine Ding. Das passt schon. Das passt schon. So, Freunde. So, die Frage, wie wir uns dann neu taktisch ausrichten. Wobei, ja, ich bin mir noch immer nicht ganz sicher. Vielleicht weiß das ja der Beat. Ich hoffe, die bleiben da auch mein Tributstaat und fallen mir ja nicht dann irgendwann in den Rücken. Ja, momentan ist euer Tribut. Ist wieder ein Schutz.
Und eurem Schutz als Gegenleistung in jeder Runde einen Geldbetrag als Tribut. Pro Runde alter Tribut 274. Ja, das ist ja auch nicht so schlecht im Prinzip. Das ist ja im Prinzip jetzt auch nicht so schlecht. Die sind auch noch mit ein paar anderen im Krieg. Mit den Markomannen, den Dänen, den Unentdeckt, weiter oben, genau. Und mit den Franken, das ist klar. Handel ist mir eigentlich egal. Die Gauten, unentdecktes Land. Der definitive Verbündeter. Und die Burgunder natürlich, genau. Die Burgunder sind da mit mir, mit den Franken und auch mit den Markomannen im Krieg. Ja. Dann schauen wir uns mal, marschieren wir einfach einmal darüber. Und mal schauen, ob wir da irgendwas optisch erkennen können. Da wäre aber gerade keiner der Staat, so wie es ausschaut. So, wir marschieren hier rüber. Mit unserem Prinzen. Pferdeerstecher, ja. Die sind gegen die Pferde sicher ganz geil. Kann ich die rekrutieren oder war das eine andere Einheit da hinten? Die sind das nicht. Komisch, oder habe ich die schon gehabt? Das kann auch sein. Ja, die könnten wir, wenn da jetzt außer kommt, zurück. Ansonsten könnten wir die ja fast angreifen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, da ist er ja. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Gut, der Franke kommt da zwar. Gut, sollte er hier angreifen. So. Passt, der König zieht sich hier mal eine Stadt zurück. König zieht sie mal zurück. Was hat der alles? Nichts Aufregendes. Ein paar Schleuderer-Ding. Ich greife seine Stadt an. Dann kann ich ihn auch vielleicht zum Tributstaat noch machen. Wäre ja auch ganz witzig. Ich hoffe, das funktioniert dann auch auf längere Frist. So, der greift mich nicht irgendwann einmal an. Diplomatisch werden wir da jetzt wenig ausrichten können, nehme ich an. Im Krieg. Seid ihr mutig oder töricht oder einfach nur verrückt? Sprich, und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell abziehe. Friedensabkommen. Nö, eigentlich, wenn wir schon vor seiner Haustür stehen. Komm. Das will ich jetzt wissen, was der macht. Gut, er kann mich natürlich unten jetzt auch angreifen, ist klar. Da ist er eh schon. Bis unsere Feinde sich an unserem Fleische ergötzen können. Der will jetzt unbedingt ein Friedensabkommen machen. Ne, lass mal das mal. Er hält mir sogar 300. Oh, jetzt kommt er zurück. Ja, ach du Scheiße. Eieieiei. Ja, aber es ist theoretisch nur er. Weil die Rogia soll. What? Ach so, ich stehe da im Einflussbereich. Und der Angel greift an. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, aber nur wenn der, dann bekommt er die Stadt, wenn er gewinnt.
Das schauen wir uns von der Entfernung an, hätte ich gesagt. Ich muss mit dem nicht mitkämpfen, weil das bringt mir im Prinzip nichts. Aber unser General bekommt noch ein bisschen... Ja, leider noch der falsche General. Aber die Armee bekommt auch ein bisschen Erfahrung. Können ja auch mit dem Onaga ein bisschen reinschießen. Achso, wir stoßen ja dazu, alles klar. Gute Nachrichten! Zusätzliche Streitkräfte sind gekommen! Zeig denen! Wie waren deine Karten? Die Keulenkämpfer. Die jungen Wölfe. So, wo sind wir hier auf der Seite? Alles klar. Lass uns mal alle ins Feld ziehen. Adlige! Der Feind greift unseren Verbündeten an! Nö, ich glaube, verbündet sind wir nicht wirklich. Der ist noch verbündet, genau. Lassen wir die mal ein bisschen kämpfen. Da geht es ja schon mächtig zur Sache. Ach so, Pause oder was? Nein, ach so, jetzt. Ach so, ich hoffe nur, der greift mich. Aber jetzt weiß ich, bleiben wir mal da hinten stehen. Ihr Turm wurde zu Fall gebracht. Das sind gute Nachrichten. Vielleicht greifen die uns ja dann an. Ich will denen nicht die Stadt überlassen, den Angeln. Das gefällt, das würde mir jetzt auch nicht wirklich gefallen. Nur ich werde sie nicht bekommen, weil er ist der Hauptangreifer, glaube ich. Was hat er hier? Ein paar Hunde. Warum hat er die auch immer da hinten stehen lässt? Ja, schaut nicht so gut aus für ihn. Okay, er rudert noch mit ein paar Schiffen hier herum. Das bringt ihm aber auch nicht wirklich viel, wenn er da nur am See bleibt. Na Gott sei Dank habe ich ein Zentlimit eingestellt. Ein wenig nach vor. Da türmen schon alle. So, Moment, da können wir mal ein bisschen abstauben. Nicht so viele. Töten Sie!
Die nehmen wir natürlich billig mit. Wir haben den feindlichen Turm zerstört! Ihr Turm wurde zu Fall gebracht. Das sind gute Nachrichten. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nebel noch auch. Oh, Level 3 Kavallerie, die hat sich auch erledigt. Ach du Scheiße. General von den Verbündeten, nicht gut. Wir können sie alle. Der Feind hätte wissen sollen, dass für ihn keine Hoffnung besteht. Attacke! Na los, komm, holt sie euch! Greifst du endlich an, oder? Wie schon mal aus? Haben sich gesammelt und sind in die Schlacht zurückgekehrt. Und rein. Jawoll, sehr schön, sehr schön. Weiter vorrücken. Beritte den Kriegsmann!
Sie ist ja zu blöd, dass er da nach hinten reitet. Das gibt's ja nicht. Bei den Göttern! Der Sieg ist nur Momente entfernt! Na super, jetzt haben wir denen den Ding geschenkt. Schon kommt. Wie holt euch die? Die laufen da davon, scheiß drauf. So, jetzt bekommt er wahrscheinlich die Ding, oder? Eure Armee hat Verluste erlitten und benötigt neue Rekruten. Ja, ja. Befindet sich eine Armee auf freundlichem Gebiet und ist nicht gezwungen zu marschieren, werden die Einheiten automatisch verstärkt. Die Verstärkungsrate ist erhöht, wenn sich eine Armee in der Musterung befindet. Je näher sich eine Armee an einer Provinz mit frischen Rekruten befindet, desto schneller findet die Verstärkung statt. Sollte keine Verstärkung stattfinden, befindet sich die Armee wahrscheinlich in einer feindlichen Provinz oder in einer Gegend mit hohem Verschleiß. Genau, auffüllen, sehr schön. Was hat er jetzt gemacht? Hat er den nur ausgebeutet? Noch ist er da, sehr schön. Vielleicht kann ich mir die Ding holen. Unheilige Geburten, super. Gebhard. Vater Ulrich, Mutter. Achso, Gebhard ist der Sohn. Er hat einen unheiligen Sohn gezeugt. Das könnte Probleme nach sich ziehen. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Na, super. Mal schauen. Vielleicht kann uns ja. Vielleicht kann mich ja der Peter unterstützen und sagen, was ich mit dem am besten dann machen soll. Im Laufe der Zeit noch. So. Naja, die Schlacht hat mich jetzt ein bisschen. reingepfuscht. Hier, das wäre geil, dass ich eben dann diese. Aber das können wir eh noch immer bauen, im Prinzip. Ja, die schauen jetzt ein bisschen blöd. Die sind jetzt unser Tributstaat. Das ist natürlich geil. Und ich hoffe, das sollte soweit auch passen. So, dann hätte ich doch gesagt, wir können hier mal. Oh, Integrität ist einmal geil. Minus 4 Unterhaltskosten, das ist sicher auch geil. Munition ist sicher cool. Moral gegen Römer brauchen wir nicht. Munition ist immer gut. Für den Stamm! Für den Stamm! Krieger! Gut, mit ihm könnten wir aber die da auslöschen. Bereit zum Kampf. Mal schneller mal ein Schnellspeichern. Vernichtet sie! Genau. Zack! Sehr schön, die werden wir mal erledigt. Auf geht's! Für den Stamm! Wir machen uns auf den Weg! Jawohl, Hammer! Ich erwarte eure Befehle!
Okay. Das ist das Ding. Und wir besetzen. Die Burgunder sind ausgelöscht. Ja, das nimmt doch eine hervorragende Wendung für uns. Und der ist auf einmal... Ja, wer hätte sich das noch vor ein paar Runden gedacht? Die Burgunder ausgelöscht. Und die sind unser Attribut. Ja, unser Tributstaat. Ja, geil ist... Geil. Hoppla. Gar nicht einmal so schlecht. Sehr schön. Dann einmal reparieren, genau. Das machen wir mal auf jeden Fall. Hier auch noch einmal. Kostet zwar leider ein bisschen was, aber gut. Was haben wir? Haben wir eine Ressource oder was? Nein. Hier natürlich das Salz, ist klar. Und ein Pier, das ist natürlich sehr schön, weil da kommt wieder Kohle rein. Handelsbier, dann werden wir natürlich, den werden wir natürlich auf Handelsbier weiter ausbauen. Genau, brauche ich da irgendwas noch? Nein, ich glaube nicht. Oh ja. Und gleich eine Garnison noch zusätzlich. Schiff, sehr gut. Perfekt, 32 Minuten, optimal. Ja, was wird da fertig? In zwei Runden. Ah, er ersetzt die Herbaner, germanische Speerkämpfer. Sehr schön. Perfekt. Speichern. Und wieder eine Runde geschafft. Die Angeln, wie stehen die, wenn sie schon da sind, zu mir eigentlich? Gut sogar. Okay. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch und noch besseres Bier und Met. Aber erst müssen wir reden. Na Moment, bevor wir da viel Handel betreiben. Wo sind die jetzt eigentlich? Die sind da oben. Die haben keine Verbündeten und nichts, okay? Und sind wo zu Hause? Ach du Scheiße. Ja gut, die Armee ist einmal so gut wie tot. Was hat er da drin? Wissen wir nicht. Die Schlangen schlechter. Winternebel, ja, der Nebel ist schon ziemlich... Ja, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs. Die Angeln. Haben keine Verbündeten. Ja, der Franke. Kann im Prinzip wieder umdrehen. Die Markomannen. Sind auch ein bisschen angeschlagen. Bin ich mit denen im Krieg eigentlich? Nein, ich glaube nicht. Nö. Mit den Alemannen bin ich im Krieg, oder wie? Ach so, die sind da weitergezogen mit der Horde. Die sind schon da irgendwo. Okay. Alles klar. Die mögen uns sowieso überhaupt nicht, genau. Weil wir auch im Krieg sind mit denen. Götter des Jenseits, verschont mich! Friedensabkommen, nö. Brauchen wir auch nicht. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Die wäre natürlich ein möglicher potenzieller nächster Gegner.
Dann könnten wir uns Dänemark einverleiben. Ja, schauen wir mal. Danke fürs Einschalten, Leute. War wieder recht interessant. Burgunder vernichtet und die Rugier als Tributstadt. Ich glaube, dieser Move war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich bin gespannt, was der Pete zu dem Move da sagt. Der war ja im Endeffekt auch nicht so schlecht, weil der Angel hat es nicht besetzt und wir konnten es einverleiben. Das war jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt, glaube ich. Genau, den Ibor müssen wir sie noch dann rekrutieren. Als Feldherrn, der kommt aber noch, kein Problem. Mit dem Geberhard müssen wir noch schauen, was wir mit dem dann längerfristig machen. Mitte, da sind wir Herrschaft, schaut jetzt nicht ganz so prickelnd aus. 39, Einfluss, okay. Und hier sind wir Steuersatz minus 1. Ja, hier 1 rauf bei Macht wäre auch nicht schlecht. Ja, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Mit der Runde war ich jetzt zufrieden, muss ich sagen, mit dem Bad. Wir haben unser Imperium wieder ein bisschen ausgebaut. Gut, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.